Hauptsache, wir kommen da an, egal wie. Und da wird uns nichts im Wege stehen. Und so ist es ja jetzt auch. Zumindest steht es jetzt erstmal da. Das war irgendwie der Moment, wo wir dachten, irgendwie wollen wir jetzt eine Richtung, wir brauchen ein Gefühl, wo geht die Reise hin, und wussten, klar, wir wollen zusammenbleiben, wir möchten aber auch noch reisen. Also der klassische Traum, wenn ich das mal so nennen darf. Also ja, wir wollten einfach die Welt noch erkunden, aber trotzdem nicht auf ein Eigenheim verzichten. Ja. Das war so irgendwie die Mischung bei uns, wenn ich das beschreiben kann. Und das Konzept Wohnen auf kleinem Raum passte für uns auch ganz gut, weil wir uns immer mehr auch die Frage gestellt haben, was uns überhaupt wichtig im Leben ist. Und das ist eigentlich, dass wir zusammen sind, unser Hund dabei ist, wir ein Dach über dem Kopf haben und einfach flexibel bleiben für alles, was eben auf uns zukommt. Erst war das ja nur ein Traum, und an diesem Traum haben wir ganz schön lange gefeilt und geplant, und dann haben wir auch unseren Tiny House Bauer kennengelernt, Anfang letzten Jahres bereits, Februar 2018. Also als klar wurde, wir bauen dieses Tiny House, wir wollen das unbedingt machen. Es hat einfach Klick gemacht. Wir hatten den Typen an der Strippe, es war alles möglich, es war alles machbar, und weil es halt noch so ein Traum war, weil alles noch so frei wirkte in unserem Kopf, wir haben uns ja nie darüber Gedanken gemacht, wo können wir überhaupt stehen mit so einem Tiny House, wie können wir das überhaupt ziehen, das haben wir gar nicht in Frage gestellt, das war ganz komisch, wir sind sehr, sehr kindisch rangegangen. Zum Glück, ich bereue das gar nicht. Der ausschlaggebende Punkt, als wir dann wirklich entschieden haben, jetzt bauen wir es, jetzt gehen wir es an, jetzt machen wir aus dem Traum Realität, wir starten jetzt, war eigentlich an meinem Geburtstag, als meine Eltern zu Besuch waren in Berlin. Ja. Und wir sie natürlich an unseren Gedanken und Ideen haben teilhaben lassen. Und sie uns dann relativ überraschend das Angebot gemacht hatten, naja, ihr wollt es ja selbst bauen, das könntet ihr doch eigentlich auch auf unserem Grundstück, sofern ihr eure Jobs dann vielleicht auch in dem Fall Umkreis Köln oder Ähnliches ausüben könnt. Und da mussten wir erstmal kurz drüber nachdenken. War erstmal so gesagt, ne, von denen. Ja. Wir waren uns da noch nicht ganz sicher. Ich glaube, sie wussten auch gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Und nachdem meine Eltern dann eigentlich das Angebot gemacht hatten, wir eine Nacht drüber geschlafen haben, war die Wohnung schneller gekündigt, als wir bisher alles andere entschieden haben. Und dann ging's los, Sachen packen. Wir wollten auch nichts groß einlagern. Wir wollten wirklich mit dem Kapitel Berlin abschließen. Und es war eine großartige Zeit, aber wir hatten einfach Bock auf was Neues. Wenn wir das jetzt nicht einleiten, machen wir es nicht. Das Gefühl war einfach da, jetzt mach's, spring doch mal jetzt. Ne? Jetzt spring doch mal ins Kalte. Es war irgendwie, ja, es springt ins kalte Wasser. Spring einfach mal rein. Entweder du machst es jetzt oder du machst es halt nicht. Und dann wirst du auch nicht erfahren, ja, wie es weitergegangen wäre. Ich glaube, das ist der schönste Wohnort, den wir uns für die Bauphase vorstellen könnten. Das ist wirklich, am Anfang dachten wir, es wäre ein Kompromiss, in eine Familien-WG zu ziehen. Von unserer Zweisamkeit, der kleinen, schnuckligen Wohnung, die uns gehört. Aber es ist der schönste Kompromiss, wenn man ihn überhaupt Kompromiss nennen kann. Die Lebensqualität hat sich echt wirklich erhöht. Und mein inneres Wohlbefinden, wenn ich grün sehe, wenn ich die Landschaft sehe, die Berge sehe, wenn wir mal wandern gehen oder spazieren gehen mit Wind sind, dass das echt mich auch ein bisschen runtergeholt hat. Also es hat mich verändert. Es hat mich ein bisschen ruhiger gemacht. Thank you.
als wir nach Detmold gefahren sind, haben wir uns gefreut, endlich unser Haus abzuholen. Aber es war keine riesen Euphoriekurve mehr, weil es unser Haus war und wir kannten es irgendwie schon. Es war unfassbar gewohnt, ne? Ja, es fühlte sich gewohnt an. Es war unser Haus und wir haben es so designt und es war genau so, wie wir das wollten. Und demnach waren das nicht diese Höhenflüge, ich dachte ja noch, mich überkommen die Tränen und Emotionen so von jetzt auf gleich, wie das sonst auch manchmal ist. Aber es war einfach normal. Es war unser Haus, welches wir jetzt endlich nach Hause fahren. Als wir gestern ankamen, waren wir zunächst noch ein bisschen überrascht, weil tatsächlich noch hier und da ein paar Kleinigkeiten gemacht werden mussten. Werbung anbringen für unseren YouTube-Kanal. Einmal den Banner, der hinten so rumflatterte, und einmal an der großen Küchentür dann unser Logo im Prinzip aufgedruckt. Okay, also wir sind kurz davor zu starten und machen jetzt zum ersten Mal unser Nummernschild dran. Komm, cool, mach du mit. Ja, ich mach auch die Nummer. Ja, was haben wir dann gemacht? Im Anschluss wurde das Haus dann eben rausgerollt. Zeit zu nehmen und den Raum zu nehmen, den du brauchst. Das ist das einer der wichtigsten Dinge. Bist sowas noch nie gefahren? Da dürfen gerne 20 Menschen meinen, dass sie einen schlechten Tag haben, weil sie auf dich warten müssen. Nimm dir die Zeit mit dem Haus und bring das sicher an. Meter waren unfassbar aufregend, aber du hast es, also Anja hat das echt wirklich super gemeistert. Eigentlich verlief das Ganze ohne Komplikationen. Wir dachten, wir werden angehalten. Wir haben ja auch immer schon gesagt, wir müssen immer guten Kaffee an Bord haben und wenn die Polizei uns anhält. Einfahrt aufs Grundstück, der Winkel dann zwischen Hecke und Garage, der wirklich auch nur 3 Meter breit ist, da passte nicht mehr viel zwischen. Es musste exakt funktionieren und das hätte ich natürlich ohne gute Einweisung und ohne alle, die vorne und hinten und an der Seite mitgeguckt hätten, auch nicht hingekriegt. Jetzt, wo das Haus da ist,
glaube ich, brauchen wir erstmal ein paar Tage, um das wirklich zu realisieren. Wir sind auch gleich auf die Terrasse raufgekrabbelt und haben uns mal hingesetzt und dachten, oh ja, das könnte echt schön sein. Sterne gucken, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Ich stelle mir da oben auch Abende vor und auch Konzertabende, wo wir auch mal ein bisschen Gitarre spielen oder so und ein Weinchen. Und in der Küche zu kochen und so. Und in der Küche zu kochen natürlich, ja. Und, also wir wollen gerne so schnell wie möglich das Haus bewohnbar machen und werden uns bestimmt morgen oder übermorgen mal die 2 Luftmatratzen reinlegen und unsere erste Nacht im Tiny House verbringen. Die Flasche Wein, die wir dafür ausgewählt haben in der Toskana, die ist schon eingestaubt. Es wird Zeit, die zu öffnen. Yeah. Yeah. Wir danken unserer YouTube-Community. Da haben wir echt das erste Mal gemerkt, was da zurückkommen kann. Das war das Dankeschön für die Arbeit, die wir erstmal investiert haben, ohne zu wissen, gefällt das überhaupt? Für wen machen wir das? Klar, für uns auch als Erinnerung, aber profitieren die Leute wirklich so davon, wie wir es uns wünschen? Und als das Feedback von einigen dann kam, das war für uns wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, weil es Leute motiviert hat, auch ihren Tiny House Traum anzugehen und zu verwirklichen und das war ein zu sagen, Gefühl. Jetzt wollen wir auch. Schafft, den Stein ins Rollen zu bringen, dann fühlt man sich unaufhaltbar. Ich glaube, dass schon die erste kleine Veränderung bereits Großes bewirken kann.